Was Videotrends angeht, fühle ich mich ja manchmal wie der Internet Explorer. Ich weiß nicht, ob ihr diese Memes kennt mit so unterschiedlichen Browsern, die miteinander kommunizieren und der Internet Explorer alles irgendwie immer so richtig spät checkt. Ja, that's me. Für das heutige Video habe ich nämlich ein Format geplant, was schon ewig lang auf Instagram unterwegs ist. Und zwar nennt sich das Zeig doch mal. Dazu wird man aufgefordert, zeig doch mal, keine Ahnung, deine Küche. Deine liebsten Gewürze, dein Badezimmer, was auch immer. Und ich wollte da heute eine Kleiderschrank-Edition draus machen. Ihr habt mir auf Instagram so ein paar Aufgaben geschickt, beziehungsweise all das, was euch eben interessieren würde. Ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt und werde euch jetzt meinen Kleiderschrank zeigen, beziehungsweise ein paar der Highlights. Ein Teil, auf das immer Verlass ist und das immer irgendwie schick und besonders aussieht. Dazu gehen wir mal an meinen schicken Teil des Kleiderschranks. Ich habe extra vorher für euch aufgeräumt. Also wenn ich was Schickes und Besonderes suche, dann greife ich vermutlich zu den flatterigen Hosen aus unserer Kollektion. Die haben so ein bisschen ausgefalleneren Schnitt. Und die kann man aber halt auch so etwas schicker kombinieren. Ich hatte auch auf Instagram dazu mal so ein Kombi-Video gemacht. Und ich würde sagen, wahrscheinlich die schwarze Hose. Was sieht immer schick und besonders aus? Ich habe so eine Bluse, von der ich auch sagen würde, dass sie sehr schick und sehr besonders immer aussieht, aber man sie halt auch ganz leicht downdressen kann. Das heißt, zu einem weniger schicken Anlass kann man sie einigermaßen chillig auch kombinieren mit einer Jeans, mit irgendwie Boots oder so. Und man kann sie aber halt auch etwas schicker anziehen. Und was so ein Outfit natürlich auch einfach immer schicker macht, ist so ein Blazer. Also hier zum Beispiel, der ist so recht klassisch geschnitten und einfach weiß. Und wenn man den jetzt sich halt überwirft, dann ist das auch so ein Teil, wo man immer drauf zurückgreifen kann, was immer das Outfit schicker macht. Zeig uns doch mal dein unbequemstes Teil. Da muss ich sagen, dass ich mir immer Mühe gebe, mir schon beim Kauf zu überlegen, ist das unbequem, werde ich das tragen, kann ich das auch vielfältig kombinieren, fallen mir dazu mindestens drei andere Outfits ein, damit man sich nicht so schnell dran satt sieht. Deswegen muss ich da jetzt mal ganz kurz, glaube ich, die einzelnen Abteilungen in meinem Schrank durchforsten, weil mir jetzt auf Anhieb nichts einfällt, was richtig unbequem ist. Erstmal hätte ich ja jetzt eine Hose im Verdacht gehabt, weil Hosen können kneifen, können zu eng sitzen und dann kann man sich nicht so gut drin bewegen. Dadurch können sie unbequem sein. Oder mit Blick auf die Pullis, es könnte auch ein super kratziger Pullover sein, aber auch das habe ich tatsächlich nicht. Ein Glück, ich würde verrückt werden. Oder vielleicht so ein Kleid, was irgendwie zu eng ist oder so. Hier mal so ein bisschen durchschaue. Also hier habe ich überall so flowy, luftige oder auch wärmere Cardigans. Die sind alle super bequem. Dann habe ich jede Menge so Kleidchen, aber auch die fallen alle eher weit. Deswegen sind auch die nicht unbequem. Und das sind eigentlich alles Kleider, sehe ich gerade. Okay, das sind alles Kleider. Und die sind alle nicht unbequem. Habe ich da jetzt etwa gar nichts? Das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn ich nichts finde, oder? Ich gehe mal noch hier meine Pullover ein bisschen durch. Die sind aber auch alle nicht kratzig. Dann könnte noch am ehesten der von meiner Oma also ganz leicht kratzig angehaucht sein, aber eigentlich nicht. Also eigentlich wäre das eine Lüge, wenn ich behaupten würde, der sei unbequem. Tja, Leute, tja, ich habe eine bessere Idee. Schuhe. Schuhe habe ich durchaus unbequeme. Okay, das ist wirklich schade, da habe ich sehr viel gefunden. Also da habe ich zum einen mal diese Stiefel hier. Die sind wunderschön, aber sie sind so unbequem. Die habe ich mir nicht selber gekauft, sondern die habe ich von einer Designerin aus Portugal, war das, glaube ich, geschenkt bekommen. Sie hat sich so viel Mühe gegeben und ich würde mir wünschen, dass sie mir passen, weil ich finde sie fantastisch schön, aber die Sohle ist ein Brett. Also man kann in denen nicht abrollen, die bewegen sich kein bisschen. Ich hatte die Hoffnung, dass man die vielleicht einfach einlaufen muss oder so, aber da kriegst du, also man kriegt wirklich die Blasen seines Lebens und dazu sind sie halt noch sehr, sehr schmal. Und ich habe schon schmale Füße, aber die sind einfach so schmal. Ja, das macht keinen Spaß. Man stellt sich die Frage, warum sie noch bei mir sind. Ganz einfach, weil natürlich die Geschichte dahinter eine schöne ist und dass sie da an mich gedacht hat und das extra für mich gemacht hat und so weiter. Und ja, weiß ich nicht. Das bringe ich nicht übers Herz, einfach zu sagen, weg damit. So, und dann, Leute, in meinem Schrank, in meinem Schuhschrank sind einfach noch so ein paar Sachen. Dieses Exemplar zum Beispiel.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ich in solchen Schuhen rumgelaufen bin? Also ich nicht. Das hier waren meine Abiballschuhe tatsächlich. Also ich hätte auf jeden Fall den Award für die unbequemsten Schuhe gewinnen sollen, wenn es den gegeben hätte. Und dann sieht man aber hieran, dass ich früher solche Schuhe ganz toll fand. Und mit 18 oder so bin ich in diesen Schuhen einfach tatsächlich feiern gegangen. Also ich bin mit denen abends in einen Club. Und dann bin ich nach Stuttgart gezogen und habe festgestellt, kann ja auch in Sneakern feiern gehen. Das ist ja mindestens genauso cool. Mein Lieblingsteil aus unserem gesamten Shop, beziehungsweise aus allen Teilen, die wir bisher gelauncht haben. Das ist richtig schwierig, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, okay, dieses Mal ist es meine Lieblingskollektion, besser wird's nicht, das ist der Wahnsinn, wir haben so coole Teile. Und nächsten Samstag haben wir zum Beispiel wieder einen Launch, da kommen ein paar Herbstteile und ganz viele Basics online. Und ich bin wahnsinnig verliebt in diese Basics, weil die aus einem wundervollen Material sind, was mega weich ist. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, die ganzen Basics, ich kann euch ja mal was zeigen. Exklusive Sneak Peek. Also wir haben hier zum Beispiel so einen Cardigan, der ist ganz lang, hat an den Seiten noch so Schlitze, ist langärmelig, einfach in schwarz und fällt so richtig schön locker nach vorne. Fühlt sich wahnsinnig traumhaft an auf der Haut. Also ich würde sagen, das ist mit einer meiner Top-Favoriten. Und dann haben wir auch zum Beispiel so Longsleeve-Oberteile in unterschiedlichen Farben, die auch aus diesem sehr, sehr weichen Modalmaterial sind. Und das Weiße vor allem, das ist so schön, finde ich. Und ich liebe auch diesen Ausschnitt, der ist so ein bisschen besonderer irgendwie. Aber wenn ich mich jetzt für was entscheiden sollte, was es schon mal gab, dann würde ich vermutlich sagen, das Rebekleid oder auch das Edda-Kleid, aber von den beiden vielleicht sogar noch Rebe. Also das weiße Kleid, was so sehr glockig und voluminös fällt. Das war auch super viel Arbeit, das zu konstruieren, sage ich jetzt mal, bis das wirklich perfekt aussah. Und das war echt so ein Teil, was ich den Sommer rauf und runter getragen habe und worin ich mich sehr, sehr wohl fühle. Das älteste Kleidungsstück, was ich noch besitze. Ich beschränke mich jetzt hier mal nur auf Klamotten, nicht auf Jacken, nicht auf Schuhe, nicht auf Taschen. Ich glaube, jetzt wird es richtig peinlich. Okay, dafür verlassen wir jetzt mal den Schrank und begeben uns zur Kommode. In der Kommode habe ich Bikinis, Socken und Unterwäsche. Ältestes Kleidungsstück. Das ist wahrscheinlich das hier. Mein ältestes Kleidungsstück ist ein Dreierpack Unterhosen. Und ich sage Unterhosen, weil es sind wirklich riesen Unterhosen. Und zwar diese hier kommt im Set mit der da, Betty Boop. Und zu diesem Pack gehört eigentlich auch noch eine dritte und die ist schwarz und da ist eben so eine Zeichnung von Betty Boop drauf. Ja, und die habe ich bestimmt seit ich 12 bin, war. Das war mal ein Weihnachtsgeschenk von den Verwandten aus England. Lass es meine Uroma gewesen sein. Die dachte, dass das was wäre, worüber sich 12-Jährige freuen. Die war mir damals viel zu groß. Das ist nämlich Größe 38. Hat mir mit 12 nicht gepasst. Ja, aber ich muss sagen, ist eine Spitzenqualität. Und ach so, das ist jetzt nicht meine Everyday-Unterwäsche, sondern ich habe die halt zum Schlafen an. Also ich ziehe zum Schlafen oft einfach nur sowas an und dann ein T-Shirt. Ja, die erfüllen ihren Zweck. Ich meine, hallo, ich kaufe mir doch jetzt nicht nur zum Schlafen so Baumwollschlüpper, wenn ich hier schon welche zu Hause habe. Schön ist was anderes. Aber die Frage war ja auch nicht nach dem schönsten Teil, sondern nach dem ältesten. Technisch gesehen sind diese Unterhosen wahrscheinlich nicht meine ältesten Kleidungsstücke, weil ich auch einiges von meinen Großeltern im Schrank habe. Ich habe da mal auch ein Video zugedreht und bin da ein bisschen durch ihren Schrank spazieren gegangen und habe mir ein paar Sachen ausgesucht und versucht, die zu kombinieren. Ich verlinke euch das gerne mal oben. Und das sind wirklich Teile, die ich mega gerne trage. Mein größter Fehlkauf. Auch wenn ich mir vorher immer versuche, viele Gedanken zu machen, ob ich die Sachen trage und ich mir Mühe gebe, nicht viel online zu bestellen und so weiter, ist es natürlich auch bei mir schon vorgekommen, dass ich Sachen gekauft habe, von denen ich dachte, wow, es wird meine neue große Liebe und dann hatte ich es so zweimal an und dann nie wieder und habe gemerkt, das ist eigentlich gar nicht mein Stil. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, mal online bei Naked ein Kleid bestellt. Was soll ich sagen? Instagram made me buy it. Da ist es das gute Stück. Das ist so ein Kleidchen, was ich auf Instagram sehr oft gesehen habe und mir gedacht habe, wow, das ist total hübsch, so im Sommer.
Und das ist einfach von vorne bis hinten eine ganz große Katastrophe. Also der Schnitt sitzt bei mir nicht gut, man schwitzt da drin total. Es ist komplett durchsichtig, also ich könnte auch einfach direkt nackt rumlaufen. Was kann ich noch sagen? Dadurch, dass es so Träger hat, so Neckholder-mäßig, weiß ich auch nicht wirklich, was ich da drunter ziehen soll. Also theoretisch würde es, glaube ich, am besten aussehen, wenn man nichts drunter hat. Dann haben wir aber wieder diese Problematik, dass es einfach halt komplett durchsichtig ist. Jetzt stellt sich die Frage, ja Marie, warum hast du es denn nicht zurückgeschickt? Ha, ja. Schade, dass ich einfach alle Schilder abgeschnitten habe und mir erst danach überlegt habe, gefällt mir das überhaupt? Einfach nur so dumm. Und zur Strafe habe ich es behalten und zwinge mich immer mal wieder im Sommer reinzuschlüpfen und es anzuziehen, wenn wir nicht vloggen, wenn ich keine Stories mache und ich nur zu Hause bin. Es geht einfach nicht klar. Also es geht einfach nicht klar. Es ist nicht gut verarbeitet. Seht ihr hier, stehen überall Fäden ab. Es ist so eine richtige Fast Fashion Billo-Qualität. Ganz großer Fehlkauf und das war auch das letzte Mal, dass ich dann dort bestellt hatte. Abgesehen davon, dass es jetzt eh nicht so der Shop ist, den ich eigentlich supporten wollte. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Yay, ein Fehlkauf. Trotzdem noch in meinem Schrank. Ein Kleidungsstück, an dem noch das Preisschild hängt, habe ich tatsächlich nicht in meinem Schrank. Ich habe aber was im Schrank, was ich mal gekauft habe in Neuseeland noch und noch nie einen Anlass hatte, es anzuziehen. Als ich auf Instagram übrigens nach Aufgaben für dieses Video gefragt habe, haben sehr, sehr viele auch nach Alex Lieblingsteil gefragt. Und ich würde sagen, das ist eins von Alex Lieblingsteilen. Ich weiß nicht mal, ob es mir noch passt. Also das war 2015, dass wir das gekauft haben, weil es einfach so schön war. Aber ich habe, also vielleicht habt ihr ja eine Idee, wann ich das anziehen könnte. Und zwar ist es dieses wunderschöne Teil hier. Das ist ein Jumpsuit, ein kurzer Jumpsuit, der so ein wunderschönes Spitzenoberteil hat und auch einen mega hübschen Rücken. Also all in all sieht der einfach traumhaft aus. Aber ich weiß nicht, wann ich den anziehen soll. Ich habe mir schon so überlegt, ich könnte darin heiraten. Ah ja, schade, erst ein kleines bisschen kurz. Ja, aber ist echt, wann ziehe ich das an, gell? Ich glaube, so mit Sneakers und mit einer Jeansjacke und so könnte es auch richtig cool aussehen und halt gleichzeitig nicht so mega übertrieben, wie wenn ich jetzt hohe Schuhe oder sowas dazu anziehe. Also ja, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Teil, wo dir mal jemand gesagt hat, dass es nicht gut aussieht. Zunächst mal müssen wir hier jetzt festhalten, dass es völlig egal ist, ob andere sagen, dass was nicht gut aussieht. Wenn man sich selber in seinem Outfit wohlfühlt, dann ist das das Allerwichtigste. Lasst euch nicht in eurem Style irgendwie verbiegen, nur weil ihr vielleicht ein bestimmtes Bild nicht erfüllt. With that said, kommen wir zu dem Blazer, für den alle mir gesagt haben, dass ich aussehen würde wie eine Ärztin. Ich habe mal zu einem Event diesen Blazer von meiner Oma angezogen. So, und ich hatte einfach nur diesen Leinenblazer an. Ich hatte den so zugeknöpft und hatte ihn mit einer Strumpfhose und Stiefeln an. Ja, ich verstehe den Arztaspekt. Ich finde trotzdem, dass das ein sehr schöner Blazer ist. Und ich habe mich an dem Abend wohlgefühlt. Ich meine, klar, ne, man lässt sich da natürlich verunsichern, wenn einem Leute sagen, oh, du siehst so und so aus und so. Das würde ich aber nicht anziehen an deiner Stelle und es ist halt einfach schon zu spät, weil du hast es halt einfach schon an. Aber eigentlich ist es halt auch wieder komplett egal. Also es ist wirklich komplett egal. Ich glaube, niemand wird jetzt mehr darüber reden, oh ja, und dieser Abend, wisst ihr noch, als Marie den weißen Blazer anhat, kräht kein Haar nach. Völlig Schnuppe. Ich habe niemandem wehgetan, mein Blazer hat niemanden verletzt. Es war jetzt auch kein, finde ich, komplettes Fauxpas, wo man sagen würde, oh, das wirst du bereuen. Es war halt einfach nicht jedermanns Geschmack. So eine Situation, an die ich mich erinnern kann. Und ansonsten früher, als ich noch jünger war und mich ausprobiert habe, weil Mode macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich hatte wirklich abenteuerliche Kombis an. Also ich hatte eine grüne Korthose und habe die mit so neongrünen Crocs kombiniert und bin so in die Schule gegangen. Oder ich hatte so einen Tube-Top, das war goldweiß gestreift, dann hatte ich dazu so eine weiße kurze Hose an, also die war so knielang, und goldene Ballerinas und goldene Kreolen. War jetzt also keine modische Meisterleistung, aber ja, mir hat es Spaß gemacht, ich habe mich ausprobiert und ich finde, das ist das, worauf es ankommt. Das gibt da kein richtig und falsch. Das Teil, was ich mit Abstand am häufigsten trage. Oh Leute, immer soll ich mich auf einen Teil festlegen? Nee. Also ich habe ein paar Jeans. Ich habe
3 oder 4 Jeans, die ich wirklich immer trage. Ich besitze auch nicht wirklich mehr. Ich habe noch eine schwarze und eine weiße. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wären es vermutlich die Mom Jeans. Die trage ich wirklich fast jeden Tag. Ich habe so die Nase voll von Skinny Jeans. Also und auch Hosen mit Löchern und so. Das fand ich alles ganz fürchterlich an mir. Das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Saison an, ne? Also für den Sommer würde ich mich jetzt mal auf so kleine Crop-Tops festlegen. Das ist wirklich was, was ich ständig anhatte. Dann einfach mit Jeans oder mit so luftigeren kurzen Hosen oder auch mit luftigeren längeren Hosen. Hatte ich jetzt auch im Urlaub ständig an. Gibt's noch in Schwarz und auch noch in einem leicht anderen Schnitt aus unserem Shop. Und auch von denen hier habe ich 3 Farben, glaube ich. Die sind von Urban Outfitters aus der Unterwäscheabteilung. Habe ich vor Jahren dort mal gekauft. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich glaube, das ist so ein Schnitt, den die immer haben. Keine Ahnung, welche Farben es gibt. Und das ist auch sowas, was ich sehr, 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 sehr häufig trage. Ich hoffe, der Einblick in meinen Kleiderschrank anhand dieser Aufgaben hat euch gefallen. Ich kann das gerne nochmal machen und auf andere Punkte eingehen. Mich würde jetzt in den Kommentaren interessieren, welches Teil ihr im Sommer am häufigsten getragen habt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, wo ihr sagt, schade, dass der Sommer jetzt vorbei ist. Ich würde das gerne noch weiter tragen. Mit den Kommentaren helft ihr mir eventuell auch schon für mein nächstes Video. Ansonsten verlinke ich euch hier natürlich mal noch das letzte Video. Ich habe Hafermilch selber gemacht. Wenn ihr das also mal ausprobieren möchtet, findet ihr da 3 Rezepte. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ne, Daumen nach oben. Nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!